Liebe Kapuziner, lieber Bürgermeister, liebe Schwestern und Brüder. In St. Pölten erzähle ich oft in der Domkirche, 1785 ist der Bischof von Wiener Neustadt nach St. Pölten gezogen. Ich darf jetzt in der Kapuzinerkirche in Wiener Neustadt feiern als Bischof von St. Pölten. Ich freue mich über eure Gastfreundschaft. Als ich heute hier sein darf an dieser Stätte des Gebetes, des Gottvertrauens, wo die Kirche so im ursprünglichen Sinn das Evangelium gelebt hat und lebt, ist ein Geschenk für die Stadt. Wenn es einen Orden gibt wie die Franziskaner oder hier die Kapuziner, ich habe sie gerne verdammt und sehr geschätzt und war gerne bei den Kapuzinern. So bin ich auch gerne hier noch dazu, im Augenblick einer solchen Marienstatue. Also wie ich von dem gehört habe, ich war so begeistert innerlich. Denk mal, die tragen die Mutter Gottes in die Stadt. Das ist wieder etwas, was so ganz typisch niederösterreichisch ist. Ich erkläre das ein bisschen später noch, warum das so typisch Niederösterreich ist. Vorher ein Wort zum Evangelium, zur Schrift. Gegen Ende des ersten Jahrhunderts machten die Apostel die Erfahrung, dass manche wegbleiben von den Gottesdiensten und irgendwie müde geworden sind, das Evangelium zu hören. Da setzt sich dann der Evangelist Johannes hin und schreibt sein Evangelium. Und sagt, worum ist es denn Jesus von Nazareth gegangen? Dem ist es darum gegangen, damit die Menschen das Leben haben und es in Fülle haben. Das ist der Mittel des Evangeliums, sagt Jesus, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Und sagt er, damit ihr dieses Leben habt, müsst ihr bei Jesus bleiben. Dann erzählt ihnen dieses wunderschöne Geschichten da vom Weinstock und von den Reben. Wer nicht in mir bleibt, kann nicht überleben. In der Welt seid ihr in Bedrängnis, sagt er, aber in mir habt ihr Frieden. Bleibt hier. Und er hat eine Botschaft, die für unsere Zeit auch gibt. Leute, wenn ihr nicht bei Jesus bleibt, werdet ihr das Leben nicht in dieser Fülle finden. Nun haben wir in unserer Gesellschaft nicht eine große Verabschiedungsszene von der Kirche, sondern das geht irgendwie so lautlos. Irgendwie sind manche dann weg. Oder eine Zeit lang weg. Manchmal kommt es so vor, das ist wie so der Schnee im Frühjahr. Wenn die Sonne kommt, auf einmal sind die letzten Schneefelder weg. Die Kirche muss mal genau schauen, sind wieder weg und da sind wieder weg. Und jetzt sind wir hier in einer Stadt, wo Menschen sagen, nein, uns geht es darum, dass der Glaube nicht weg ist in unserem Land. Dass der gebaute Glaube auch ein Zeichen von heute hat. Und jetzt leben wir in einem Land, wo es den Menschen, die Verantwortung tragen, wichtig ist, dass es religiöse Zeichen gibt. Unsere Landeshauptfrau, Johanna Mikl-Leitner, betont das immer wieder. Und alle, die in der Politik stehen, wie oft höre ich das in Niederösterreich? Und ich sage Ihnen, ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Ich sage heute das in die Politik hinein. Wie oft höre ich das, Bischof, es ist für uns selbstverständlich, dass die religiösen Zeichen bei uns in der Öffentlichkeit ihren Platz haben. Und da stehen wir zusammen. Da bin ich unheimlich dankbar als Bischof. Und jetzt sagt eine Stadt, wir machen nicht nur eine Landesausstellung hier, wo wir alte Geschichte zeigen, sondern im Rahmen dieser Ausstellung sagen wir, das religiöse Zeichen dieser Frau, die der Welt den Erlöser geschenkt hat, das ist uns wichtig. Spüren Sie, was ich meine? Das besteht aus drei Geschichten. Man hat hier ein Gespür für religiöse Tradition. Man weiß ja, wenn der Glaube verschwindet, wenn der Glaube bei der Tür hinausgeht, dann kommt bei der Hintertür der Aberglaube herein. Mit dem muss man einfach rechnen. Und wir wollen ja nicht, dass Aberglaube in diesem Land ist, sondern christlicher Glaube. Und die religiöse Tradition, so wie wir sie gelernt haben, übernommen haben, geschenkt haben, dass das erhalten bleibt.
Und hier gibt es in dieser Stadt die großen Traditionsträger der Kapuziner. Es gibt den unübersehbaren Dom, repräsentativ, weithin sichtbar in das Land. Gleichsam im Schatten dieses Domes dann dieses Heiligtum, wo die Brüder da sind, aber nicht nur hier am Heiligtum, immer präsent sind, das ist das Schöne, hier kann man immer jemand erreichen, sondern die auch in die Stadt hinausströmen. Es war früher auch so, die Patres der Kapuziner kamen bis nach Kolbenum, um zusammen für ihr Kloster. Unvergesslich für mich als Buben daheim, wenn die Kapuziner kamen, die einen großen, ja, weiten Kutten, was da alles Platz hat. Na, das war, Kapuziner haben immer für alles Platz. Ja? Das ist gut so, müssen wir auch erhalten. Und dadurch sichern sie hier dieses Heiligtum. Ja? Jetzt, was ich hier sage, dass wir bei diesem Gott bleiben sollen, wenn wir unseren Gott in der Mitte haben, dann sind wir auskunftsfähig für das Gespräch mit den anderen Kulturen. Wie wollen wir ein Gespräch mit anderen Religionen und Kulturen führen, wenn wir unseren Glauben nicht kennen? Wir müssen in dem Sinn auskunftsfähig sein und verlässlich sein. Und deshalb im Herzen fragen, unser Gott ist ein Gott des Lebens. Der möchte, dass wir leben und deshalb wollen wir bei ihm bleiben. Damit das nicht bloß so ein theoretisches Reden ist im Evangelium, fängt das Johannesevangelium mit der Geschichte von der Hochzeit an. Na schön, da kommen Sie dann machen. Das ist ja, wenn ihr bei diesem Jesus seid, also da geht es wirklich festlich zu. Da bleibt so viel Wein über, dass ihr wochenlang noch trinken könnt. So war das hier. Also das war, damit will der Johannes sagen, schaut, wenn ihr euch bei diesem Jesus anhaltet, dann wird das Leben zu einem Fest. Und wenn wir ein Fest haben, dann bleiben wir gerne. Dann ist das nicht ein Appell, sondern bitte müsst ihr kommen, sondern es ist ein Fest. Und das Fest gibt die Energie, im Alltag das umzusetzen. Und bei diesem Fest tritt jetzt Maria auf und sagt, was er gleich sagt, das tut. Okay. Na, wenn die Mama das sagt, können wir sagen, ja, dann können wir schon machen. Also wenn diese Frau jetzt hier, die hier steht in dieser Stadt, der Stadt sagt, was der Jesus euch sagt in dieser Neustadt, das tut, dann bleibt ihr in der Spur zum Leben. Und dieser Jesus hat uns zum Beispiel gesagt, wie wir leben sollen. Das ist so was Typisches. Er sagt, was hat der Jesus gesagt? Jesus hat gesagt, wenn ihr betet, dann sagt Vater unser. Komm du groß raus, Gott. Unter uns. Schenk uns täglich, was wir zum Leben brauchen. Und vergib uns Schuld und wir vergeben einander auch. Und schenk uns nicht Situationen, wo wir uns bewähren müssen. Das meint ihn. Bitte führe uns nicht in Versuchung. Also erspare uns Situationen, wo wir herausgefordert werden. So sollen wir beten. Das sollen wir tun. Das sind so Dinge, die wir umsetzen sollen. Also hier ist ein Ort, wo viel gebetet wird. Ich danke allen, die da herkommen. Ich danke denen, die zu den Stammgästen an diesem Tisch hier gehören. Und weil es hier die Stammgäste gibt, können heute oder immer beim Festen auch andere dazukommen. Und ich danke den Stammgästen auf beiden Seiten, also den Brüdern hier und ihnen in den Bänken. Dankeschön, dass Sie so verlässlich das bei den Brüdern hier beten und mit den Brüdern beten. Und wenn wir diese Energie in diese Stadt hinein und von dieser Stadt in unser Land hineingeben, dann wird das Leben aufblühen. Dann werden die Menschen Hoffnung verspüren. Dann werden die Menschen anders, in einer anderen Tonart vielleicht reden, als sie es manchmal versucht sind zu tun. Oder anders zu schreiben. Es geht ja heute in dieser Wischgesellschaft, wischt man ja schnell gegen deine Botschaft dahin. Ja? Auch da lernen wir dann, Symbole zu wischen oder zu schreiben, die die anderen aufrichten. Was er euch sagt, das tut. Das Kind ist der Retter der Welt. Das ist er, der das sagt, hat das Kind
das sich festnageln ließ in seiner Liebe, in letzter Hingabe für die Menschen. Deshalb hält die Mutter uns noch das Kind her, weil wir wissen, wie sein Leben ausging. Diese Stadt hat in dieser Frau hier nicht nur eine Fürsprecherin, sondern eine Wegbegleiterin, eine Beschützerin, zu der viele Menschen kommen werden. Brüder der Kapuziner, ich glaube, es werden jetzt Liebhaberinnen und Liebhaber dieser Statue in diese Kirche kommen. Und dann da still Zwiesprache halten mit dir und sagen, damit du mit deiner Hand, die nicht mehr da ist, doch liebevoll zugreifen kannst, geh ich auf die Menschen zu. Also meine Bitte an alle, die diese Statue sehen, tun sie es nicht bemitleiden, sondern seien sie selber die helfende, zärtliche Hand im Umgang mit den anderen. Dann entwickelt die Statue eine unheimlich starke Kraft an Humanität und Solidarität. Dann geht die Liebenswürdigkeit unseres Gottes durch sie weiter. Dann geben sie der Liebe ein Gesicht.